Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Subsistence. So, ich habe über Nacht meine Tür gebaut. Die bauen wir jetzt noch schnell ein. Ich hoffe, das funktioniert, so wie ich mir das denke. Yep. Sehr schön. Einmal Tür geöffnet. Ihr seht, eine Pistole habe ich mir auch zugelegt. Aber ich will nicht ganz so viel Pfeile verschwenden. Sonst fehlt im Endeffekt das Holz. Und dann müssen wir zu viel Holz hacken. So, Pfeile. Und ich muss im Übrigen aufpassen, wenn ich mir die Aufnahme im Nachhinein ansehe, renne ich an so vielen Sachen vorbei. Ich muss hier echt besser Obacht geben. So. Okay, was ist das? Tomatensamen? Yes. Sehr gut. Das war mal wieder nötig. Weil wir ja unseren Tomatensalat machen wollen. Ich habe im Übrigen vorhin wirklich Tomaten gekauft. Waren regionale mit 3 Euro. Oh ja. 3 Euro das Kilo ist schon mal eine Ansage. Und ob die jetzt so viel besser schmecken wie andere. Egal, ich wollte Tomatensalat haben. Also habe ich die gekauft. So. Da unten sind 2 Kisten und ein Wolf. Nur weil ich in der letzten Folge den Wolf gleich gekillt habe. Nee, das war auch mehr Glück. Komm, den lass mal. Ich brauche erstmal Holz. Ich will erstmal noch was ausbauen. So. Weil wir wollen die Maschinen noch bauen, wir brauchen jede Menge Bretter. Das heißt, die Maschinen, diese, ja, so Art Batterien. Wo man dann speichern kann. Und da brauche ich, hier lockt doch gerade was, hä? Okay. Wieder mal verschwunden. Jedenfalls brauche ich da jede Menge Holz. Ist was Nettes, ein Huhn. Okay. Zack, zack. Zack, zack. Geil. Geil, ich hab's endlich gelernt. So. Können wir die Axt wieder nehmen? Den nehmen wir mit. War das noch einer? Jawohl. Das können wir alles noch gebrauchen. So, das Hühnchen. Okay. Gut, hacken wir Holz und machen dann mal die Maschinchen oder Batterien, wie auch immer. Was heißt machen die? Ich kann natürlich immer bloß eine machen, weil die sich dann erstmal mit aufladen müssen. Was jetzt nicht so doll ist, weil es glaube ich ziemlich immer ein bisschen dauert. Aber gut, muss man durch. So, den Baum nehmen wir noch mit.
So, jetzt wäre Huhn oder Häuser nicht schlecht. Er ist da, aber ich sehe ihn nicht. Ja, ja, rennen wir woanders hin. Aber erzähl mir auch, wohin der läuft. So, der ist darüber gerannt. Die sieht man echt einmal ganz schlecht. Tja, die Anspannung steigt, der Hase ist weg. Okay. Glück gehabt, Hase. So, wie sieht hier aus? Nichts. Nichts. Pflanzen. Das ist noch ein bisschen Metall. Das nehmen wir mit. Da war doch, da ist noch eine Pflanze, genau, die habe ich noch gesehen. Und irgendwo hat jetzt was gegackert. Wo ist das Huhn? So, hier ist irgendwo ein Huhn. Wo ist das Huhn? Huhn verarscht mich schon wieder hier. Das ist eine Kiste? Ah, sieht ganz aus. Nee, das wäre so eine blöde Pflanze. Huhn? So, die Hühner mobben mich schon wieder. Da unten ist das Huhn. Aha, jetzt bist du dran. Und bleib stehen. Yes! Huhn Nummer 2. Sehr schön. So, das Pflänzchen nehmen wir noch mit. Gut, also du hast Glück. Dich lasse ich da jetzt mal. Die noch mit. Und jetzt gehen wir. Mal das Holz machen und so einen Huhn ins Feuer schmeißen. Ofen. Die inneren sogar beide noch leben. Geil, er kommt jetzt in die Pfanne. Lohnt. Zu viel Holz haben wir gar nicht. Da ist noch was drin. Deng, deng. Oh, davon haben wir ganz viele. Das ist gut, da machen wir gleich mal richtig viel Cornage.
machen. Das passt schon. Den rein, Tomaten sollen gehen. Gleich ins Bett, später ins Bett. Ich heb mal auf. Ich heb mal die Tomaten auf. So. Wie lange hält sich das Huhn in der Kiste eigentlich? Das muss ich jetzt mal probieren. So, das erste Fleisch ist fertig. Sehr schön. Das knallen wir uns da auch gleich mal rein. Nachtisch, das nächste Stück Fleisch ist auch fertig. So. Dann haben wir schnell aufgefüllt. Aus dem Rest jetzt Bretter gemacht. So, wie können wir machen? Okay. Ein paar Bretter hier genommen, Cordage. Gleich nochmal gucken, was wir jetzt bräuchten. So, was haben wir gesagt? Wir machen die Maut erst. Metal, Elektronikteile und Holz. Das sollten wir alles da haben. Da haben wir genug. Dann nehmen wir das Holz noch. So, auf das restliche Holz müssen wir noch warten. Und das Ding will ich aber jetzt in der Folge noch herstellen. Und dann muss das Ding eh wieder aufladen. Dauert also eh wieder ewig wahrscheinlich. Ein Baselicht, das ist ein Baselicht. Ja, das ist mir erstmal wichtiger. Und da werde ich nämlich das ganze Holz für brauchen, schätze ich mal. Wie viel brauchen wir? 5. 5, ja, hätte nicht gereicht. Von der Seite alles richtig gemacht. So, na komm. Hä, immer noch nicht? Uns doch 6? Das waren 6. Ja, ich glaube, die Brille nicht geputzt. So. Jetzt wird das Ding gebaut, aber es geht halt auch erstmal alles runter. Und muss jetzt erstmal wieder aufladen. Ich weiß gar nicht, lädt er von alleine? Wahrscheinlich ja, aber wahrscheinlich ewig lange. So. Das Ding stellen wir. Dann kommt die Kombi in die Ecke. Hm? Hallo? So, sehr schön. Den haben wir was. 23 von 230. Da jetzt ein Huhn gegackert. Das ist ein Huhn.
ey, du Hunde bist doof. Aber wo rennst du den Berg noch weit? Okay, wir haben wieder einen Hund. Gut. Drei Hühner in einer Folge, nicht schlecht. Aber bei dem, was der Typ frisst, würde ich sagen, brauchen wir 30 Hühner. Gut, das Huhn wird jetzt in der Folge nicht mehr gebraten, sondern das machen wir in der nächsten Folge. Dann sage ich mal, tschö mit ö.